Ja, guten Tag zusammen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich habe wieder eine kurze Botschaft, kurz und kräftig und knackig. Die Botschaft heute heißt die Kraft Gottes. Und manchmal denkt man, die Kraft Gottes ist in Wunder, in Zeichen, Prophetie und so weiter. Und das stimmt zum Teil. Es ist eine Manifestation von der Kraft Gottes. Aber was sagt die Bibel über die Kraft Gottes? Und die Bibel sagt, dass das Kreuz eine Torheit ist für die, die verloren gehen, aber die Kraft Gottes für uns, wie gerettet sind. Also man sieht dieses Prinzip von der Kraft Gottes. Und wieso ist das die Kraft Gottes? Erstens, der Teufel wusste ganz genau, dass die Kraft Gottes darin liegt. Und er hat mehrmals versucht, dass Jesus nicht ans Kreuz geht. Er hat sogar den Petrus gebraucht, wie eine starke Offenbarung gehabt hat. Vorher, du bist der Sohn Gottes. Wer bist du, der Sohn Gottes? Und ein Vers später sagt Jesus, ja, ich muss ans Kreuz gehen. Sagt er, nein, nein, du musst nicht ans Kreuz gehen. Und das war seine Seele, wie geredet hat, seine Gefühle für Jesus. Und das kann gut scheinen oder seine Angst, dass er allein ist, dass Jesus nicht mehr da ist. Oder seine Vorstellung, dass Jesus kommt als König. Aber es war nicht seine Zeit. Und die Antwort von Jesus ist sehr hart. Weiche von mir, Satan. Wow. Und da sieht man, oder am Kreuz, wenn Jesus am Kreuz ist, der Soldat sagt, ja, wenn du Sohn Gottes bist, komm runter vom Kreuz. Und es gibt zwei Kreuze. Das Kreuz von Jesus und das Kreuz, wie wir jeden Tag tragen sollen. Jesus hat gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, nimmt er sein Kreuz auf sich und folgt mir nach. Und unser Ego, unsere eigene Vorstellung, unsere eigenen Wünsche, alles muss ans Kreuz gehen. Und das ist ein Leben lang, wo wir unser Kreuz tragen. Und dieselbe Versuchung, wie Jesus hatte, komm runter vom Kreuz, du hast doch Recht, poch auf dein Recht, diskutiere, tu und mach. Nein, sogar wenn wir Recht haben, manchmal wird Gott von uns verlangen, sei still, lass mich machen. Und dann geht man ans Kreuz und unsere Seele will Recht haben, obwohl dass wir Recht haben, aber Gott möchte, dass wir einfach sterben. Und das ist ein Sterben. Es ist nicht einfach immer. Ich kann mich erinnern, man hat mich kritisiert, alles mögliche, falsche Prophetie über mich gesagt, falsche Sache über mich gesagt, Verleugnung gesagt. Und das ist ein normaler Weg als Christ. Ist ein ganz normaler Weg. Und was ist unsere Reaktion? Einmal hat sich Paulus verteidigt, hat seinen Dienst verteilt. Und manchmal war er still. Und Jesus war der Gleiche. Bist du der König? Jesus hat nicht geantwortet, weil er wusste. Manchmal hat Jesus geantwortet und manchmal nicht. Was bedeutet das für uns? Dass wir eine Abhängigkeit brauchen vom Heiligen Geist, um zu wissen, manchmal muss man antworten und manchmal muss man nicht antworten. Das ist so, so wichtig für uns. Entschuldigung, das Telefon ist gerade am Klingeln. Ich glaube, man hört sich so. Ich hatte ihn ausgemacht, aber leider hat er geklingelt. Und da ist das Prinzip, wie ganz wichtig ist für uns, da ist das Prinzip von Kreuz, weil da liegt die Kraft Gottes. Also kann ich euch nur ermutigen, nimm dein Kreuz auf dich und folg dem König nach. Wisst ihr, ein reifer Christ sieht man, wie viel Christus in ihm ist. Und das Maß, wie man sieht, ist das Maß, an dem, dass die Person das Kreuz auf sich genommen hat, in dem Maß wird Christus sichtbar sein in dieser Person. Ich hoffe, es hat euch gesegnet. Wir haben wieder ein nächstes Video nächste Woche. Abonniert euch an unserer Seite, wenn ihr noch nicht abonniert seid. Und seid alle reichlich gesegnet. Nimm dein Kreuz und du wirst die Kraft Gottes erleben. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Teilen. Und seid alle reichlich gesegnet. Amen.